Ja, da bin ich wieder und es regnet schon wieder. Was piept mich da an? Starei, ja, ist ja klar, ne? Dann schauen wir doch mal, was sich hier so tut. Eine Pistole. Jetzt muss ich direkt mal gucken, was ich denn so an Dingsbumsen an der Mann habe. Ja, eigentlich sieht das ziemlich gut aus, oder nicht? Was habe ich hier? M9 Magazine. Ich glaube, die sind interessanter wegen der Patronen als wegen der Magazine als solches. Ja, eine Piff-Paff und zwei andere Piff-Paffs. Dann gucken wir mal. Was liegt denn da? Ein Schalldämpfer habe ich auch schon. Es ist ja geradezu erschreckend. Ich stelle mich jetzt erstmal trocken unter hier. Wie sieht das mit meinen Knarren aus? Die ist gut. Die ist gut. Die ist gut. Aber Idiot. Ja, dann lassen wir es doch mal dabei. Die packe ich mal aus. Wie sieht es eigentlich an der Ernährungsfront aus? Und überhaupt meine Klamotten sind sowas von schäbig. Da sind noch ein paar Patrönchen davon. Klamotten, Klamotten. Guck mal, hier weiß ich schon wieder nicht. Hatte ich die aufgefüllt? Wahrscheinlich ja. Die sieht sehr gefunden aus. Dann mache ich die mal schnell leer. Man vergisst doch gerne im Lauf der Zeit, ob das gefundenes oder sauberes Wasser ist. Und ich habe überhaupt keinen Bock auf Mundfäule oder sowas. Fressalien, da habe ich Sardinen, eine vergammelte Zucchini, ein paar Salzstangen. Naja, vielleicht findet sich ja noch was. Gehen wir mal gucken, was inzwischen hier so alles gespawnt ist. Ich da schon wieder rum, noch eine Packung, ein paar Trönchen. Ja, packen wir auch gleich aus. Habe ich irgendwie ein Nähset oder sowas? Nee, ne? Ey, die Klamotten sehen dermaßen abgeranzt aus. Muss man bei nächster Gelegenheit mal irgendwie was Besseres finden. Noch ein Schalldämpfer. Der ist sowieso nicht gut in Schuss. Naja. Ja, die will ja kein Mensch haben, ne? Warren. Was für Patronen kommen da rein? Bla bla, 5,45 mal 39. Ich glaube, da habe ich schon was anderes, oder? Hallo? So. Ich bin da sowas von hin und her gerissen. Ich habe aber 22er Patronen, noch ein paar. Noch ein paar. 4,45 mal 39 habe ich, glaube ich, überhaupt nicht, ne? Kann man die alle zusammenschmeißen hier? Ja, kann man. Das ist aber praktisch. Drei Stück. 5,45 mal 39. Ja, ich glaube, das lassen wir, ne? Guck mal, noch ein Cleaning-Kit. Alles so abgeschraddelt hier, die Klamotten. Die Polizei ist hier wirklich unterversorgt finanziell. Twin Taser Cartridge. Ich glaube nicht, dass ich die Zombies zu Boden tasern will. Sieht bestimmt lustig aus, wenn sie am Hampeln sind, aber nix. So, das hier ist der Reihe. Gott, ist das laut hier. Ich glaube, wenn ich schon mal hier bin, das ist zwar fast schon ein wiederkehrendes Ereignis, hier herumzulaufen, aber es ist ja nun mal auch relativ, wie soll ich sagen, erfolgsversprechend. Guck mal, ein Hunter Jacket. Ist die womöglich besser als meine? Das sieht fast so aus. Dann ziehen wir uns die mal schnell über. Auch wenn es im Regen ist, ich kenne das Problem. Schnell wieder rein. Was haben wir hier? Tracksuit Jacket und eine Contender mit Zielfernrohr.
Ich glaube, die sacke ich einfach mal ein. Ich weiß noch nicht, wie ich sie brauche. Ich weiß nicht mal, ob ich Munition dafür habe. Aber ihr kennt ja meinen Leitsatz. Dumm fick. Nein. Besser haben als brauchen. Ups. Scrub Pants. Ein Labcoat mit. Wo? Brauche ich sowas? Mal schauen. Ja, durchaus. Ich glaube, hier mache ich mich mal ein bisschen klein. Habe ich denn irgendein Prügelinstrument zur Hand? Ah. Ein Damaged Messer und ein ebenso Damaged Combat Knife. Na klasse. Da ist auch wieder so ein Röchelaugus zugange. Eine Petrischale. Ja, Codein. Ein paar bessere Kopfschmerztabletten. Wie sieht es mit Bandages aus? Habe ich eigentlich wirklich genug? Bluttest-Kit, ja. Nehmen wir mal mit. Bluttest-Kit, wo bist du gelandet, du Bluttest-Kit, du? Da ist es. Sieht schon ein bisschen abgeranzt, das gute, aus, das gute Stück. B positiv habe ich. So, dann sehen wir mal zu, dass wir hier schleunigst verschwinden. Ja, die Frage ist, renne ich jetzt noch mal rüber zu die Militärs? Es ist ja ein bisschen wiederholend, wenn man das macht. Ach, guck mal, gut, dass ich hier noch mal reingeguckt habe. Es ist ja ein bisschen immer wiederholend, wenn man das macht, aber es ist nun mal eine verdammt einträgliche Ecke. So, kann ich hier endlos schnell laufen? Ja, sehr gut. Dann tue ich das mal. Ich laufe jetzt mal endlos schnell zum Militär. So, da bin ich also beim Militär. Jetzt wollen wir mal gucken, ob hier irgendwelche Röchelhainis rumlaufen. Oder ob das gerade kürzlich von irgendjemandem geplündert wurde, der bei der Gelegenheit die ganzen Autos hier platt gemacht hat. Ja, ich höre was. Da läuft doch einer rum. Irgend so ein Patient. Was haben wir denn hier für eine Knarre? Ist da ein Magazin drin? Ja. Gut. Dann wollen wir doch mal ihre Aufmerksamkeit erregen. Obwohl, das kann ich auch mit der 22er machen. Ich will ja, dass sie mich hören, damit sie hierher laufen. Tja, habe ich da noch Patronen für? Ich denke schon. Komm, ich mach das Magazin mal voll. Denn wenn man so 30 Schuss Magazin hat, dann muss man das doch ausnutzen. Warum muss der nicht immer so hektisch da rumfieseln? Immer wenn ich ein Thumbnail hiervon machen will, guckt der weg und wühlt in irgendwelchen Taschen rum. Also. So, liebe Zombies und Zombieinnen. Ja, genau, hier gibt's Fresschen. Ja, immer dasselbe Geröchel. So, stillgestanden. Ihr seid zu spät zum Appell. Thema durch. Gut, wegtreten. Ja, Patrönchen nehmen wir mit, weil Patrönchen sind gut. Bisschen Rauchzeugs, aber nicht das, was ihr denkt. Jungle Boots in neu, also das ist definitiv eine Verbesserung.
da denn? Eine High Explosive? Ach so, das ist wieder was für ein Granatwerfer. Ein Barrett? Noch so eine komische Granate? Die will offenbar keiner haben, deswegen liegen die hier noch. Ein Atox-Scope? Das war, glaube ich, ein Scope, das ohne Batterien funktioniert. Sehr praktisch. Ach, egal, mitnehmen und dann später nachgucken, ob Patronen drin sind. Das braucht eine Batterie, damit kann es mir gestohlen bleiben, obwohl, wenn es nur einen Platz wegnimmt, kann ich es ja einfach mitnehmen. Nochmal gucken, ob auf den Bodendielen vielleicht irgendwo Munition rumliegt. Nein, tut sie nicht. Tja, noch ein paar Stiefel. Ich finde ehrlich gesagt die Dschungelstiefel viel schöner. Eine FX45. Ich würde sagen, die nehmen wir mit. Und wenn wir schon dabei sind, dann schrauben wir doch einen kleinen Schalldämpfer drauf. Dachte ich. Der scheint für irgendwas Spezielles zu sein. Pistol Suppressor. Reduces Intensity und so weiter. Ja. Jetzt vielleicht? Es geht doch. So für den Fall, dass ich auch mal irgendwo 45er Patronen finde, ne? Wäre es immer gut, was zu haben, was diese 45er Patronen auch verschießen kann. Patronen. Ein Magazin mit irgendwas drin. Eine MP5 Scope Mount. Passt wahrscheinlich. Achso, das ist nur eine Visierschiene. Siehst du, und ein Colt Magazin. Mit Patronen drin, ich hoffe. Noch ein paar Stiefel. Abgeranzte Dschungeltreter. Das sieht eine Kaschi nicht darum. Patronen? Habe ich denn Patronen für eine Kaschi? Was ist da angeboten? Schaft. Die schießt mit 5,45 mal 39. Das ist eigentlich zu schön, um sie rumliegen zu lassen, aber andererseits wird mein Platz so langsam eng. Ja, die BK 133. Was habe ich denn an Munition? An Schrot. Wenn ich es richtig sehe, gar nichts. Ja, dann würde ich sagen, ist das ein Tausch, ne? Ja, dann bauen wir die einfach mal auf die Nummer 5 und probieren das mal aus. Ja, wir haben auch hier wieder einen waschechten Einzellader. Ja, hier. Ach so, Plastikteil, ne? Noch ein Magazin. Ich glaube, ich stelle mich mal hier irgendwo unter, wo es nicht gar so garstig regnet, in der Hoffnung, dass die Zombies inzwischen nicht wieder auftauchen. Und dann räume ich hier mal Magazine aus. Das ist ja fürchterhaft. Ja, aber 9 Paramunition bis zum Abwinken. Weg das Ding. Dann wird wohl die 9 Parapistole letztlich mein wichtigstes Gerät sein. Wieso sehe ich eigentlich unten rechts in der Ecke so ein kleines Schwert als Symbol? Was mag das denn nun wieder bedeuten? Bin ich jetzt Mitglied einer paramilitärischen Vereinigung oder was? So, was haben wir denn da? Ein Colt-Magazin, das behalte ich tunlichst erstmal. Ein Scorpion-Magazin. Ein M-Lock Round, 15 Round Magazine. Das ist aber praktisch. Das kann ich nämlich gut zum Wechseln brauchen. Müsste ich überall mal so ein bisschen beigehen mit dem Waffenreinigung. Habe ich nicht zwei davon? Guck mal, ich habe sogar drei. Ja, Mensch, dann setzen wir uns mal hin hier im Zelt und machen den Kram mal ein bisschen ordentlich. So, mit deutscher Gründlichkeit. Das ist so eins, das ist so eins. Nochmal nach oben gucken. Ja, das Colt-Magazin, das nochmal stecken. Die Knarre ist beschädigt, das lässt sich ändern.
Was ist das? M9 Magazine, ja, denkst du? Die plündern wir alle aus. Ach ja. Ja, ich weiß. Ihr steht jetzt dumm rum und fragt euch, passiert denn hier nichts? Dann sage ich sofort, nee, damit müsst ihr eben klarkommen. Müsst ihr jetzt zugucken, wie ich hier Dinge auseinanderrupfe. Die ist im besten Zustand. Ich glaube, ich habe hier eine Patrone dafür. Der geht's auch gut. Patronen muss ich irgendwann mal in Ruhe alle zusammenfassen. Kann ich eigentlich ein Messer mit einem Waffenreinigungsset auch reparieren? Gute Frage, ne? Nein, kann ich nicht. Da brauche ich einen Schleifstein für. Und die Kaschi, wo wir schon dabei sind, die kann auch ein bisschen Zuwendung vertragen. Es wird ja immer schlimmer mit dem Regen. Was ist das wieder für ein Sauwetter hier? So, die Kaschi ist auch wieder feini. So, was ist das jetzt? Muss der immer so rumhampeln dabei? Ja, ich glaube, das war's fürs Erste. Wie gesagt, Patronen sortieren käme noch in Frage, aber so eine Aufgabe, vor der ich mich eigentlich immer nach Kräften drücke. Ich glaube, die hier könnten zusammenpassen. Die könnten zusammenpassen. Die könnten zusammenpassen. Ja, das reicht. So, jetzt erstmal weiß ich, in Richtung Norden gibt es einen Hochsitz. Immer mit der Hoffnung auf Krimskrams und vor allen Dingen ein Dach über dem Kopf. Kra, kra. Ein Fernglas. Brauche ich denn ein Fernglas? Ich kann es ja mal in die Hand nehmen und durchgucken. Tja. Für 4 Einheiten in der Tasche? Nö. Nähzeug? Nee. Deswegen heißt es ja Nähzeug. Ja, das ist staubtrocken, da kommt kein Wasser rein. Aber sie nehmen relativ viel Platz weg für relativ wenig Nährwert, den sie bieten. Da tun wir alles dahin und den tun wir dahin. So, eine Cola habe ich, eine leere Flasche Wasser und eine volle Feldflasche. Da ist noch eine volle Flasche. Ja, gut, denn echt keine 308er. Da habe ich so eine schöne Knarre und keine paar Trönchen dafür. Ja, sieht so aus. Was haben wir denn hier? Ah, verkehrt, alles verkehrt. Das war das 45er Magazin, ne? Ja. Na gut. Kleine Patrönchen hatte ich hier doch auch irgendwo gesehen. Das reicht gar nicht so weit hier, wa? Da. Er kommt noch ein Stück. Ach, so. Gut. Na schön. Denn, wo bin ich eigentlich hin? Gucken wir nur auf die Karte. Ich bin hier. Ja, ist das jetzt eine PvE oder eine PvP-Zone? Am besten, ich verdrück mich hier. Ich glaube fast, das heißt nur, man darf hier keine Base drin einrichten. Ansonsten ist doch irgendwo noch ein bisschen mehr Militär in der Gegend. Dolina. Ach komm, wir laufen jetzt einfach am besten zur Straße, zur Hauptstraße. Und dann entscheiden wir uns dann neu. Das ist ein Plan, wa? Es steht ja mal oben rechts irgendwas davon, man soll erstmal das Camp erreichen. Die Frage ist, habe ich da Bock drauf, irgendein Camp zu erreichen? Naja, ich laufe denn einfach mal los und überspringe das Gerenne. Oh, ganz unten rechts. You will leave the open fire zone. Also offensichtlich hat sich das bei den militärischen Dingern. Hat sich das was mit PvE? Open Fire Zone. Ja, klasse. Dann sollte ich mich von solchen Zonen vielleicht fernhalten. Ah, schau an. Zivilisation.
Soweit ich mich dunkel erinnere, gab es hier deutlich mehr Zombies, als eigentlich für so ein Kaff sinnvoll wäre. Gucken wir uns das mal vorsichtig an. Tape, ja. Tape ist gut. Ein Baseballschläger. Ja, hier muss ich mir etwas genauer gucken. 357er Patronen. Ich habe zwar keine 357er Knarre, aber wer weiß, das kann sich ja noch ändern. Eine Laschentampe? Lala, lala, Gartengeräte, ne? Was wollte ich noch? Irgendwas fiel mir. Ach, richtig, mit dem Tape kann ich ja so einiges reparieren. Tape, wo bist du? Da. Was müsste denn mal wirklich repariert werden? Der Jacke geht's gut, der Weste geht's gut. Hose ist okay. Na, Tasche können wir mal versuchen. Nee, geht nicht. Pur. Was heißt denn pur? Ja, die Schienenmaske. Was für ein Verlust, wenn die kaputt gehen würde. Da würde ich sagen, lassen wir den Kram noch erstmal. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus hier. Das ist auch gut. Wenn es Zombies gibt, kann man da drauf springen. Siehst du, da heult auch schon der Erste. Eine Paprikaschote. Die wird mich über Wochen hinweg ernähren. Oder wollen wir spaßeshalber mal mit dem Schalldämpfer probieren? Mal gucken, ob's. Normalerweise ist es so, dass der Schalldämpfer von allen anderen Zombies weit und breit gehört wird und lediglich andere Spieler das nicht mehr so laut hören. Aber momentan tut sich nichts. Kann natürlich sein, dass jemand hier war und alle Zombies umgelegt hat. Und dass die jetzt der Reihe nach wieder zusammenspawnen. Tja, das ist ein Durcheinander, ist das hier. Die Wertsachen haben immer alle ordentlich im Eisfass, im Eisfach zu liegen. Gott, oh Gott, habe ich den Platz, so einen Starven mitzunehmen? Ich habe noch nie einen Kessel hier gefunden. Wird auch ein bisschen eng mit dem Platz. Ups, ups. Dom, die dom, die dom, die dom, die dom. So, hier lang bitte. Ja, so bleiben. Bitte lächeln, hier kommt das Vögelchen. Aus den Augenwinkeln schon mal die anderen Hühnerställe im Auge behalten. Da ist der nächste Zombie. Oh, gleich zwei nächste Zombies. Ja, genau dich meine ich. Noch einer? Da kann das gar nicht glauben. Noch einen kleinen Magazinwechsel. Apropos Magazinwechsel, auch die Magazine müssen ja so ein bisschen in Schuss sein. Das scheint aber alles zu gehen hier. Dann nehmen wir doch das KK-Gewehrchen, würde ich mal sagen. Das macht mehr Krach, dann kommen sie alle angelaufen. Beispiel die zwei da.
Wie jetzt? So blöd könnt ihr doch gar nicht sein. Ah ja. Ich glaube, ich höre schon Nachschub röcheln. Da ist er. Hallo. Man muss ja immer ein bisschen aufpassen, dass die lieben Kleinen einen nicht verfrühstücken. Guck mal, haha. Bin ich froh, dass Zombies manchmal mit einer Dose Sardinen durch die Gegend laufen. Ein Cleaver. Na ja, komm, wir sacken den mal ein und machen uns später einen Kopf, ob wir den brauchen. Hoodie. Nix. Ich lasse mir ruhig hier Zeit, weil wenn die militärischen Bereiche mehr oder weniger viel zu gefährlich sind, um sich da rumzutreiben, dann kann ich mir auch Zeit nehmen, die zivilen Bereiche so richtig auszuplündern. Sagen wir mal, gründlich zu durchsuchen. Dieser Verschlag erinnert mich immer an eine Knastzelle oder sowas, wegen des vergitterten Fensters. Robberslugs, ja klar. Gummischrot. Das ist, Schrot sei schon Gummigeschosse. Genau, was der Mensch so braucht, um sich gegen Zombies zu verteidigen. Defensivgummi sozusagen. Sag mal, mit Obst, das hier in irgendwelchen Gärten herunterpurzelt, sieht das hier eher mau aus, oder? Täusche ich mich da? Pudelmütze. Hm. Hoodie. Ah ja, das beantwortet meine Fragen nach Obst. Frame? Nee, Farming Hoe. Ein Apple? Solange die noch orange sind, geht's noch. Ein Schloss. Siehst du, man muss nur meckern. Warte mal, ich glaube, der war schon drüber, oder? Badly damaged. Ja, hier, ne? Der, warte mal, der ist damaged. Der ist aber nicht komplett im Eimer. Der, das heißt, man kann ihn noch, man kann noch Nährwert rausziehen. Nur beispielsweise kaum noch Feuchtigkeit drin. Halt, da war doch was. Ein Apple. Ich habe einen Apple gefunden. Hoffentlich gibt es ein Ladegerät dazu. Ich mich erinnere. Und wenn sie das, wollte ich gerade sagen, nicht geändert haben, dann findet sich unter Obstbäumen nur Obst, wenn es innerhalb eines Gartens ist. Aber das scheint ja irgendwie anders zu sein hier. Ich glaube, dass ich da gerade was außerhalb eines Gartens gefunden hatte. Ein Pflaumenbaum. Ey, du Pflaume, komm her. Und immer nur zwei pro Baum. Gucken hier natürlich trotzdem dahinter, ob da noch was rumliegt. Das sieht nämlich ganz so aus hier. Na. Apple.
Und da komme ich ja wieder ein bisschen mit hin, obwohl Äpfel jetzt nicht unbedingt das Nährhafteste auf diesem Planeten sind. Quilted Jacket. Ein Sukrak. Ja. Hiking Backpack 42. Ich glaube, meiner hat entschieden mehr. Oh ja. Wo wollte ich eigentlich hin? Ich glaube, so grob die Richtung. Genau, da läuft die Straße hoch. Ich glaube, das reicht auch so, ne? Ich habe noch eine halbe Büchse Sardinen, die ich noch aufessen muss. Nee, keine Sardinen. Thunfisch. Was haben wir denn da? Kaputte Autos. Hi, voll Bibsch. Ja, kaputte leere Autos. Das ist schlecht. Tja. Wird nicht mehr, wa? Ah, da lacht da was oben drauf. Ein Kukri. Na, Kukri mal an. Nee, nö. Ich renne immer noch mit so einem gammeligen Lappen um den Kopf rum. Hey Mann, so können Sie nicht parken. Ja, muss man ganz genau gucken. Guck mal, da liegt auch irgendwas oben drauf. Milchpulver. Komm, nimm mit. Warum verweigert er hier die Mitnahme? Das ist kein Mitnahmeartikel. Oder habe ich meine Taschen so vollgestopft, dass tatsächlich das nichts mehr passt? Jam, 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 jam. Der Nährwert wird überschaubar sein, aber immerhin. Dafür passt jetzt wieder Milchpulver hier nach in die Taschen. Kitchen Knife. Dressshoes. Wie aus das hier wieder sieht. Noch ein Kukri und zwar einer in besserem Zustand. Jetzt muss ich doch glatt mal gucken. Der nimmt 1, 2, 3, 4 Platz weg. Das ist schon mal ein guter Tausch. So, jetzt habe ich einen guten Kukri, den ich auch zum Nahkampf verwenden kann. Was habe ich denn noch? Diverse Magazine, die ich gar nicht brauche. Das ist noch ein 22er Magazin, das ich durchaus brauchen kann. Das kann ich bei der Gelegenheit auch gleich mal auf Vordermann bringen, das Magazinchen. Das sieht ja fürchterlich aus. Wenn ich schon so viele Gun Repair Kits mit mir rumschleppe, dann kann ich auch dafür sorgen, dass die Magazine, die ich auch tatsächlich benutze, auch ein bisschen nach was aussehen. Da liegt was drin. Noch eine Dose Thunfisch. Au! Was haben wir denn hier alles? Athletic Sunglasses. Was habe ich denn momentan im Gesicht? Nichts. Ja, dann wird doch wieder alles dunkel, wenn ich die aufsetze. Ja. Das ist also farblich irgendwie nicht so toll. Das fand ich besser, als das noch keine Auswirkungen auf die Grafik hatte. Da oben liegt auch nichts drauf. Da liegt nichts drauf. Da liegt nichts drin. Da unten ist ein Feuerzeug, ne? Nee, ist schon, doch, da ist ein Feuerzeug. Komme ich da ran? Nicht. Deswegen liegt es da wahrscheinlich noch, weil es keiner rankommt. Ist voll blöd, ey.
wollte gerade sagen, kann das Auto ja beiseite schieben? Nein, kann ich leider nicht. Na gut. Dann geht's eben ohne Feuerzeug weiter. Da liegt auch irgendwas. Alarmglock, ein Wecker. Den kann man benutzen, um Zombies abzulenken. Ich will sie aber ehrlich gesagt lieber töten. Die Untoten töten. Ja, es wird auch langsam dunkel. Ich werde mir so langsam was suchen müssen zum Übernachten. Falls das übrigens irgendwen interessiert, aktuell die Berechnungszeit ist 1 zu 10. Für 40 Minuten Aufnahme muss ich also 400 Minuten rendern. Das sind etwas über 7 Stunden. Ja, wird wirklich so langsam Zeit, sich hier mal für die Nacht niederzulassen. Da vorne sind Zombies. Da vorne ist aber auch eine Polizeiwache. Ich kann natürlich noch ein riesen Gemetzel jetzt draus machen. Tja, aber wenn ich sie jetzt alle töte und dann einmal nur durch die Wache laufe, das bringt's auch nicht, ne? Da habe ich eigentlich genug am Mann. Würde ich sagen, gucken wir hier oben rein und da bleiben wir dann erstmal. Machen wir ordentlich die Tür hinter uns zu. Besen, dann können wir hier auch gleich klar Schiff machen. Hier gibt es sogar ein Bett mit einem T-Shirt drauf. Was könnte schöner sein? Ja, dann mal gucken, ob ich das zurecht tricksen kann hier. So, und dann Hennene, und dann Hennene. Genau, ratzen wir mal eine Runde auf dem Bett zur Abwechslung. Tja, schönen Dank, sagt der Mann, der morgen erstmal nach Wasser gucken muss. Bis dann.